Heute verrate ich dir, welche Supplements dir wirklich beim Muskelaufbau helfen. Ich gehe auf den wohl bekanntesten Vertreter Kreatin ein, erkläre dir auch, was es an Unterschieden zwischen Anfängern, Fortgeschrittenen und Profis gibt, was du generell in dem Kontext auch beachten solltest, um wirklich qualitativ gute Supplements und Nahrungsergänzungsmittel zu dir zu nehmen und was sich besser eignet, ob es nun auf vegane, vegetarische oder auch tierische Nahrungsergänzungsmittel ankommt. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Boffmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, genau dieses Ziel zu erreichen, ja, Muskulatur aufzubauen, auch letztlich Körperfett abzunehmen, ihre Wunschfigur zu erreichen, Schmerzen zu reduzieren und sich endlich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen. Nun, eins vorweg, was letztlich Muskelaufbau bedingt und wie man ihn hinsichtlich Training und Ernährung sinnvollerweise gestalten kann. Dazu habe ich in einem meiner vorangegangenen, beziehungsweise mehreren meiner vorangegangenen YouTube-Videos und Podcasts schon ausführlich gesprochen. Deswegen hör da und zieh da gerne mal rein und ja, verschaff dir erstmal einen Kontext, damit du nun etwas tiefer in das ganze Thema einsteigen kannst, wenn es dann auch um die Unterstützung vom Muskelaufbau hinsichtlich Nahrungsergänzungsmitteln geht. Die erste Frage, die sich in dem Kontext auftut, ist, warum denn generell Nahrungsergänzungsmittel so eine große Rolle beim Muskelaufbau spielen. Ich denke, wenn man da in die Vergangenheit zurückblickt, rührt es vor allem daher, dass auch hier die eigentliche Symptomatik, die man heute sieht, rein auch gesamtgesellschaftlich und auch natürlich in der Branche selbst, immer dem Weg des Geldes gefolgt ist. Heißt, wenn man ganz zu Beginn zurücksieht, man gab es ganz ursprünglich Hersteller, die gesehen haben, okay, da herrscht ein Markt. Es gibt Personen, die haben eine gewisse Problemstellung, die haben eine Zielsetzung und ich versuche ihnen jetzt dieses ominöse Produkt an die Hand zu geben, mit dem sie sagen, hey, ich kann meine Idole nacheifern oder sie erreichen. Ja, und da ist sicherlich der ein oder andere Hersteller sehr, sehr prägend gewesen und ist auch immer heute noch so. Ja, also man hat hier gewisse Leitbilder, Vorbilder, vor allem auch für Jugendliche und noch Personen im jüngeren Alter, wo man sagt, okay, die stellen ein gewisses Bild dar, das man gerne erreichen will und versucht es entsprechend über Nahrungsergänzungsmittel dann auch nach außen zu pushen. Und ich denke, das ist eigentlich so der Rahmen, der Kontext, warum man Nahrungsergänzungsmittel so einen hohen Wert beimisst, wenn es um Muskelaufbau geht. Was es damit nun auf sich hat und ob das wirklich so ist, verrate ich dir im Zeitverlauf. Deswegen bleib bitte ganz bis zum Ende dran, damit du jetzt hier auch ein für alle Mal alle deine Fragezeichen geklärt bekommst. Wenn man sich nämlich nun diese Ergänzungsmittel im Detail ansieht, wird man sehen, solche, die wirklich Evidenz und Datenbasis haben, kennt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber bis maximal wahrscheinlich hin zur Hälfte. Einer der größten Vertreter ist hier sicherlich das Kreatin. Beim Kreatin hat man hier natürlich den großen Vorteil, dass Kreatin letztlich Kreatinphosphat darstellt. Phosphat ist an sich eine Substanz, die auf unserer kleinsten Energieebene, dem ATP, dem Adenosintriphosphat, mit auch ein Anhängsel darstellt. Merkt man ja schon auch an der Wortendung Phosphat. Und wenn ATP verbraucht wird in der Zelle, wird daraus Adenosindiphosphat. Und Kreatinphosphat wiederum hat dann die Möglichkeit, die Phosphatgruppe dem Adenosindiphosphat wieder zu geben, um dann entsprechend wieder ATP zur Verfügung zu stellen. Und das ist im Hintergrund auch mitunter der wichtigste und primärste Wirkmechanismus. Bei Kreatin hat man natürlich hier auch die größte Evidenz und Datenbasis. Man kann sicherlich in Hinsicht der Studienlage sagen, es ist mitunter das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das wirklich einen Performance-Boost von 5 bis 10% mit sich bringt. Sowohl in der Kraft als auch in der Ausdauerleistungsfähigkeit. Bei der Kraft noch ein Ticken mehr, als es bei der Ausdauerleistungsfähigkeit der Fall ist. Aber hier hat man sicherlich einen Vertreter, den es auf jeden Fall ins Portfolio hinzuzunehmen gilt. Es gibt nämlich rein im Kontext der Ernährung relativ wenig natürliche, sinnvolle Kreatinmengen. Da hat man den Umstand, wie bei vielen anderen Ergänzungsmitteln auch, um das wirklich in sinnvolle Menge aus der Ernährung oder aus natürlichen Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen, müsste man wirklich sehr, sehr viel konsumieren. Ja, deswegen hier Empfehlung Nummer 1, auf die du dich auch schon mal stützen kannst, Kreatinphosphat, idealerweise in einem zertifizierten Wirkstoff wie Kreapur. Da kannst du dir dann auch schon mal sicher sein, es gibt letztlich qualitativ hier wenig, was noch höhere Wirkung mit sich bringt. Dinge wie Krealkalin beispielsweise, gewisse Formen von Kreatin, denen man noch eine höhere Wirkung unterstellt. Das ist so marginal gegeben, was im Hintergrund eben
deutlich erhöhten Einheitspreis in meinen Augen keinsterweise rechtfertigt, vor allem für den Endverbraucher. Hier aufgrund auch schon der Preiserhöhungen in dem ganzen Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln hier meine Empfehlung, auf Creapur zu gehen. 5 Gramm täglich, entweder vor oder nach dem Training gelagert, auch gerne Hälfte vor, Hälfte nach dem Training. Bei schwereren Athleten, wenn es dann im Körpergewicht auch mal dreistellig wird, kann man auch gerne auf 10 Gramm täglich gehen und mit 5 Gramm vorher, 5 Gramm nachher. Und man hat hier auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr solide Form, eine Nahrungsergänzung zuzuführen, die wirklich auch sinnvoll ist, die die Nahrung, wie es der Name auch schon sagt, ergänzt und eine Form darstellt, die man so in der Nahrung eigentlich nicht findet. Wenn man hier schon bei Dosierungen sind, muss man auch sagen, viel hilft nicht immer viel. Wobei das ja häufig auch so ein alter Glaubenssatz ist. Die Frage ist eher, was ist optimal? Und optimal ist tatsächlich immer gekoppelt an maximalen Aufnahmemengen, je Wirkstoff. Wenn man sich jetzt Magnesium ansieht, als ein Mineralstoff, dann hat der Körper auf Basis von verschiedenen Magnesiumformen verschiedene maximale Aufnahmemengen. Deswegen gibt es ja auch beispielsweise Magnesiumkomplexe, wo verschiedene einzelne Magnesiumwirkstoffe kombiniert werden, um am Ende des Tages eine höhere maximale Magnesiumaufnahmerate gewährleisten zu können. Um jetzt mal hier 3 Beispiele zu nennen, wäre das Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat und Trimagnesiumdicitrat. Das wären jetzt 3 Magnesiumformen. Da hat der Körper zu den einzelnen Magnesiumformen auch eine maximale Aufnahmefähigkeit je Zeiteinheit geknüpft. Und insofern kann man nicht sagen, viel hilft viel, weil wenn ich entsprechend diesen Schwellwert schon erreicht habe für die einzelne Magnesiumform, bringt mir auch eine Mehrgabe nichts akut. Und insofern muss man da tatsächlich immer abwägen, was man auch zu sich nimmt, ob das jetzt eine reine Makronährstoffergänzung ist, hin zu Eiweißen. Zu dem Punkt komme ich gleich noch, Eiweißpulver, ob es hin zu Kohlenhydraten der Fall ist, wie beispielsweise Maltodextrin oder Reispulver, oder ob ich hingegen sekundäre Pflanzenstoffe versuche zu ergänzen, um hier eine Wirkung zu entfalten. Bei allen 3 Formen ist es immer situativ zu betrachten, im Gesamtkontext, was will ich eigentlich ergänzen, und auf einer Unterebene, beispielsweise jetzt hier bei den Mineralstoffen, dann auch, was kann der Körper überhaupt die einzelnen Wirkstoffe sinnvollerweise pro Zeiteinheit aufnehmen. Nachdem ich nun auf die Dosierung eingegangen bin, ist dann sicherlich die nächste Frage, worauf sollte ich denn generell achten, um auch sicherstellen zu können, dass ich hier eine gute Qualität in den einzelnen Ergänzungen auch zu mir nehme. In meinen Augen ist da eines der größten Qualitätsmerkmale tatsächlich immer noch Made in Germany, hergestellt in Deutschland. Es gibt nämlich nur mal eine Handvoll Abfüller in Deutschland, die entweder in eigener Sache oder auf Auftrag abfüllen, entsprechend labeln. Und damit hast du hier schon einen sehr hohen Qualitätsstandard. Es gibt 1-2 Hersteller in Deutschland, die selbst auch abfüllen, aber der Rest lässt tatsächlich auf Auftrag abfüllen, wird entsprechend etikettiert und gelabelt und dann versandt. Und damit hast du eigentlich auch schon den grünen Haken hinter der Frage, worauf gilt es bei den Nahrungsergänzungsmitteln hin zur Qualität zu achten. Wichtig wäre dann noch, aber das ist allerdings nur bei 3 verschiedenen Ergänzungen der Fall, auf einen patentierten und zertifizierten Wirkstoff zurückzugreifen. Das wäre zum einen mal hin beim Kreatin der Fall, Creapur, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Der zweite wäre auf jeden Fall hin zu Ashwagandha gegeben, KSM-66. Hier der einzig patentierte Wirkstoff, bei dem auch die Menge an sekundären Pflanzenstoffen genormt ist, die letztlich im Produkt enthalten ist. Weil genau dadurch kann man dann auch wirklich sicherstellen, dass was man zu sich führt, auch von der Dosierung her ausreicht, um dann wirklich auch einen Effekt im menschlichen Körper zu sich zu nehmen. Das wäre nämlich an der Stelle auch schon mein kleines Easter Egg für dich, ja, was man im Kontext, wenn man nicht wirklich in der Branche drin ist, vielleicht das erste Mal hört. Ashwagandha kommt eigentlich ursprünglich aus dem Ayurveda, ist ein Wurzelextrakt, der diverseste Vorteile mit sich bringt. Der größte und deswegen auch im Kontext vom Muskelaufbau sehr, sehr relevante ist der, dass es den Cortisolspiegel, den Stresshormonspiegel, massiv reduzieren kann, bis zu 20-25% nach einer entsprechenden Zeit der Gabe, 4-6 Wochen, wäre hier ein sinnvoller Zeitraum. Ashwagandha an sich zählt zu den Adaptogenen. Adaptogene haben im Hintergrund ähnliche Wirkmechanismen im ersten Schritt, und zwar, dass sie den Körper immer aus der Homöostase bringen, weswegen dann der Körper versucht, dort überschwänglich wieder zurückzukommen. Andere Adaptogene wäre Reishi beispielsweise im Kontext von Pilzen, die man vielleicht auch kennt. Und
Ja, durch diesen reduzierten Cortisolspiegel ist man zum einen deutlich resilienter. Heißt, man kann mehr kognitiven, mehr mentalen, mehr emotionalen als auch mehr Trainingsstress verarbeiten und ist dann damit gleichzeitig auch in der Lage, entsprechend einen besseren und noch stärkeren Muskelaufbau und Trainingsreiz zu setzen. Man hat besseren Schlaf zur Folge. Also sehr, sehr viele Themen, die man hier als positiv beobachten kann. Im Rahmen meiner Klienten kenne ich tatsächlich niemanden, dem ich es empfohlen hätte, der nicht sagt, hey, das hat so eine große Wirkung, da will ich nicht mehr langfristig davon keinen Genuss mehr haben. Wichtig wäre nur bei den Adaptogenen darauf zu achten, das Ganze zyklisch zuzuführen. Heißt 4 bis 6 Wochen konstanter Gabe, dann entsprechend 2 bis 4 Wochen pausieren und dann wieder zu starten. Weil ansonsten kann es bei diesen Adaptogenen sein, dass dieser Puls, den Körper aus dem Gleichgewicht zu bringen, nicht mehr gegeben ist und dann verlieren sie auch entsprechend die Wirkung. Wichtig wäre hierbei nur gesagt, dass der Ashwagandha-Wirkstoff KSM-66 sein sollte. Dort darauf ich wirklich sicher zu sein, ich bekomme hier die notwendige Menge an entsprechenden Wirkstoffen in mein System. Und eine dritte Form an Nahrungsergänzungsmitteln sehe ich jetzt allerdings hier im Kontext von Muskelaufbau nicht unbedingt als relevant. Wir haben ein Kurkuma gegeben. Kurkuma gibt es auch einen zertifizierten Wirkstoff BCM95. Wissen auch die wenigsten, hat auf die gleiche Milligrammmenge den gleichen entzündungshemmenden Effekt wie Ibuprofen. Ist hiermit eher tatsächlich in einer anderen Richtung als sinnvoll zu erachten. Aber das wäre hier so eine dritte Komponente, BCM95. Da gibt es natürlich noch viele, viele mehr. Aber das sind in meinen Augen so die drei gängigsten, bekanntesten, zertifizierten und patentierten Wirkstoffe, die es in dem Kontext zu wissen gilt. Ja, und bevor ich dann noch auf die Frage eingehe, was es bei einem Anfänger, Fortgeschrittenen und Profi zu unterscheiden gilt, im Kontext von Nahrungsergänzungsmitteln, ist da natürlich noch zu klären, worauf sollte ich mich denn stützen? Vegan, vegetarisch oder rein tierisch? Das ist so leicht, nun wieder auch nicht zu beantworten, weil es gibt manche Nahrungsergänzungsmittel, die können nur mal rein aus tierischen Erzeugnissen gewonnen werden. Kolostrum wäre hier ein Beispiel, das aus der Kuhmilch gewonnen wird. Und da gibt es natürlich zu einem gewissen Grad auch keine pflanzliche Alternative für. Generell würde ich aber jedem eine rein pflanzliche Eiweißpulverergänzung mit an die Hand geben. Und das wäre tatsächlich hier die dritte Empfehlung, eine entsprechende Eiweißkomponente zuzuführen. Im Rahmen meiner Ernährungstagebücher und Ernährungsprotokolle, die ich von Klienten in den ersten 10 bis 14 Tagen der Datenerhebung bisher gesehen habe, muss ich sagen, es ist sicherlich bei 80 bis 90% der Personen der Fall, dass die Eiweißzufuhr massiv zu niedrig ist. Und wenn man da nicht entsprechend über einschlägige Eiweiß-Lebensmittel in einer konstanten, kontinuierlichen Form arbeiten will, dann stellt einfach ein Eiweißpulver eine sehr einfache Möglichkeit dar, das Ganze zu tun, zu substituieren und zu erleichtern. Da würde ich immer auf eine pflanzliche Alternative gehen. Bei dem Milcheiweiß hat man hier tatsächlich das Problem. Zum einen ist es häufig so, die Verträglichkeit ist nicht so gut. Blähungen, mitunter auch Durchfall, Hautunreinheiten sind hier ein Thema. Da natürlich auch bei Personen, wo irgendwo eine Laktoseintoleranz herrscht. Und man muss auch wissen, Milcheiweiß an sich sehr potent in der Entzündungsförderung. Das mag jetzt direkt nach dem Training vielleicht auch nicht ganz so wild sein. Muskelaufbau an sich, beziehungsweise das Training selbst, ist ja ein Entzündungsprozess, den man lostritt. Wenn hier von außen nochmal eine entsprechende Entzündung zuführt, kann man sagen, okay, zumindest zeitabhängig und situativ mag das Sinn haben. Aber generell würde ich eher auf eine pflanzliche Alternative gehen. Ich habe diesen ganzen Entzündungspart raus, ich habe eine deutlich bessere Verträglichkeit. Da wäre nur darauf zu achten, kein Weizen- und kein Sojaeiweiß zuzuführen. Man hat nämlich bei Weizeneiweiß Gluten wiederum als sehr starkes Allergen mit drin. Auch einen der Komponenten, die die Darmdurchlässigkeit erhöhen, somit langfristig zu einem Leaky Gut führen können. Bei dem Sojaeiweiß muss man hier auch wissen, man hat ein sehr stark gentechnisch verändertes Eiweiß, worauf auch viele Personen, was ich aus meiner eigenen Zusammenarbeit beobachten konnte, mit einer sehr hohen Unverträglichkeit reagieren. Meine konkrete Empfehlung wäre hier, eine Mehrkomponenten-Eiweiß zu wählen, idealerweise aus dem Mix von Hanf, Reis oder Erbse, und dann nur zu sehen, was funktioniert geschmacklich sehr gut. Ich kann dir unterhalb, auch in dem Beschreibungstext gerne mal eine meiner Empfehlungen verlinken, die ich selbst auch zu mir nehme. Aber damit wäre auf jeden Fall hier schon mal die dritte Empfehlung gegeben, neben Kreatin darauf zu achten, auch Ashwagandha in Form von KSM-66 zu sich zu nehmen und dann darauf zu achten,
auch noch ein pflanzliches Eiweißpulver zuzuführen. Und damit wäre eigentlich hier auch schon zumindest in dem groben Kontext geklärt, worauf gilt es zu achten, wenn ich auf vegane, vegetarische oder tierische Ergänzungen zurückgreifen will. Ja, und dann zu guter Letzt die Frage, was unterscheidet nun die Ergänzung von einem Anfänger zu einem Fortgeschrittenen zu einem Profi? Das große Thema, was jetzt hier einen Unterschied macht, ist tatsächlich die zeitspezifische Komponente und die situative Auswahl von Nahrungsergänzungen. Wenn man sich jetzt einen Anfänger zu einem Profi ansieht und versucht, deren Tagesablauf zu unterscheiden, dann wird man merken, ein Profi hat tatsächlich deutlich mehr Trainingsinhalt, vielleicht auch sogar eine höhere Trainingsfrequenz auf den Tag runtergebrochen. Und da ist natürlich viel wichtiger, darauf zu achten, dass er für die nächste Trainingseinheit wieder bestmöglich regeneriert ist, bestmöglich auch schon verdaut hat. Am Anfang muss ich diese Fragen vermeintlich nicht stellen. Wenn ihr jetzt auf die Woche betrachtet, man nur 3-4 Einheiten hat, hat vielleicht ein Profi sogar 3 Einheiten pro Tag. Und da ist dann tatsächlich vielmehr die situative Komponente ein Thema. Heißt, wie kann ich möglichst schnell verdauen, wie bin ich möglichst schnell auch wieder regeneriert und vor allem, was vertrage ich möglichst gut? Da sind wir dann auch wieder bei solchen Themen wie Milcheiweiß. Wenn ich da schon merke, okay, ich habe nach meinem Eiweißshake irgendwo das Thema, dass mir Magenkrummel auftritt, dass ich Blähungen habe, dass ich Magenkrämpfe mitbringe, dass ich auf die Toilette muss und Stuhlgang oder Stuhldrang habe, dann ist es sicherlich keine kluge Wahl, wenn ich 2 oder 3 Einheiten am Tag hätte, dann irgendwo auf Milcheiweiß zu gehen. Das sind dann aber Themen, die bekommt man individuell auch immer raus, wenn man sich da mal ansieht, was funktioniert nicht. Das wäre nämlich dann auch so die 5. Empfehlung in dem Kontext, da mal dann zu achten oder vielleicht auch mal zu gucken, wie viel Kohlenhydrate nehme ich denn zu mir, weil das ist dann so der 2. Baustein, der häufig ganz zu Beginn viel zu niedrig angesetzt ist. Dazu gibt es ja auch verschiedenste Formen, verschiedenste Wege. Auch im Bodybuilding gab es da in der Branche an sich schon vielerlei Formen in der Ergänzung. Ich würde dir ein Reispulver empfehlen. Beim Reispulver hast du den Vorteil, dass es im Gegensatz zu Maltodextrin nicht ab einer gewissen Menge abführend wirkt oder vielleicht auch sogar zu einer Verstopfungstendenz führen kann. Es gibt allerdings nur noch einen Hersteller, den man jetzt hier in Deutschland beziehen kann, der aktuell Reispulver abfüllt und fertigt. Nicht verwechseln hier an der Stelle mit Reis-Eiweißpulver. Das gibt es natürlich zuhauf, allerdings nicht, wenn es rein um die Kohlenhydratextraktion geht. Und damit hätten wir dann eigentlich auch schon den Unterschied gemacht zwischen Anfänger, Fortgeschrittener und Profi. Ich denke hier die Basics mit Kreatin, mit Ashwagandha, mit einem sinnvollen pflanzlichen Eiweißpulver und damit eine entsprechende Kohlenhydratquelle macht auch für einen Anfänger zu einem gewissen Formsinn. Für einen Fortgeschrittenen in jedem Fall, wenn der auch schon mehr an Trainingsstress mit sich nimmt, dann auch zu sehen, wie kann er es entsprechend sinnvoll über die Ernährung oder Nahrungsergänzungen unterstützen. Beim Profi sind vermeintlich alle 4 Bausteine ohnehin schon mit drin. Damit wirst du sehen, es sind nur 4 an der Zahl. Und wenn du dann natürlich nach außen hin die diversesten Verkaufsversprechen hörst, sieh dir im Hintergrund bitte an, was gibt es dazu an Evidenz, was sagen wirklich Personen, die jetzt nicht unbedingt von einem Sponsor abhängen und dann eine gewisse Meinung in die Kamera äußern müssen, um im Hintergrund ihren Vertrag entsprechend zu erfüllen. Sondern Personen, die es letztlich in der Praxis getan haben, erlebt haben und auch weitergeben und die Beobachtungen sehen. Wichtig und damit hier ein Fazit. Dir bringen alle Nahrungsergänzungsmittel nichts, wenn du nicht auch entsprechend trainierst. Heißt, du brauchst einen sinnvollen Trainingsreiz. Auch dazu verweise ich wieder gerne auf eines bzw. mehrere meiner vorangegangenen YouTube-Videos und auch Podcasts. Du musst nämlich auch einen sinnvollen Trainingsreiz setzen, weil ansonsten kannst du Tausende von Euros in Nahrungsergänzungsmitteln ausgeben. Das wird sich rein gar nichts tun. Und damit hoffe ich konnte dir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wenn es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel und Muskelaufbau geht. Wenn du dich hier selbst erkennst und sagst, hey, ich bräuchte hier externe Unterstützung, ich bräuchte und hätte gern jemanden, der mir das Ganze auch mit an die Hand gibt und mich dabei begleitet, dann kannst du dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch melden, indem wir gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir zu der Zielerreichung konkret auch benötigen. Dazu kannst du dir auf meiner Homepage www.dawidbachmeier.com deinen Wunschtermin buchen und wir finden in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam heraus, wo du stehst und wo du hin willst. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Folge mir auch gerne auf Facebook und Instagram und schreib mir auf Instagram auch gerne eine direkte Nachricht, wenn du irgendeine Frage hast, auch zu einem deiner Nahrungsergänzungen, macht das wirklich Sinn oder nicht, um dann für dich auch wirklich die nächsten Fragen lösen zu können. Und in der Hinsicht wünsche ich dir
Nur mit diesen Impulsen eine hoffentlich etwas bessere Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, mehr Verständnis für, worauf sollte ich achten, und freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Dir bis dahin nur das Beste und wie immer viel Gesundheit. Bis dahin, dein David.